Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Heute ist Montag. Wir nehmen euch wieder mit durch den Tag. Wir fahren jetzt gleich einkaufen. Es ist kurz nach 8. Der Roy hat heute frei, hat schön die Küche gerade aufgeräumt, Flaschen gemacht. Und deswegen sind wir jetzt bereit zum Einkaufen. Zena macht sich schon oben fertig. Der Roy muss sich auch noch fertig machen. Die Kleine schläft gerade. Deswegen sitzt er noch daneben. Dann kann er sich fertig machen. Zena braucht, glaube ich, ein bisschen länger im Bad. Sie glättet noch ihre Haare schnell. Und genau, heute wollten wir eigentlich in die Stadt fahren, nach Stuttgart, ein bisschen shoppen. Denn die Kinder brauchen ganz viele Klamotten, weil alles zu klein ist. Und haben leider jetzt absagen müssen, denn erstens sind die Läden zu in Stuttgart. Und zweitens soll es den ganzen Tag regnen. Wir wollten uns eigentlich mit meiner Schwester treffen und ein bisschen spazieren gehen mit den Kindern, halt in die Stadt laufen. Aber das macht bei Regenwetter nicht so großen Spaß, vor allem mit Kinderwagen und ja, deswegen haben wir das jetzt verschoben und werden hier in der Stadt gucken. Da sind jetzt, wir haben jetzt in zwei Läden Termine ausgemacht, wo wir eine halbe Stunde Zeit haben. Und das reicht jetzt auch erstmal. Dabei musst du mir gerade was beichten. Männer in der Küche. Ja, guck dir die Küche an, die blitzen. Ja, aber... Ja, wenn wo gehobelt wird, fahren wir spielen. Er hat ein Weinglas kaputt. Wow, gehabt. Von Leonardo. Kann man für 3 Euro nachkaufen. Jetzt machen wir Leonardo, ja. Schatz, ja. Ich liebe die Gläser. Das war kein Kristall. So, ihr Lieben, wir sind wieder zu Hause, haben den Puffer aufgedreht. Wir werden jetzt ganz schnell frühstücken, weil wir hungern gleich. Ist so. Wir haben alle so Hunger. Es ist gerade mal um 10, aber wir sind schon vorbei. Real Talk. Ja. Das Brot. Können wir auch gleich. Ich will das Brot unbedingt probieren. Wir haben so ein... wie hieß das, Selina? Ich vergesse immer den Namen. Wie hieß das? Landbrotstange, irgendwie sowas. Landbaguette. Landbaguette-Stange, irgendwie sowas. Irgendwas mit Stange war es. Ja. So. Hunger, Hunger. Wie wild wir uns hier draufstürzen. Oh, das nehme ich so schön. Was denn? Guckst du so? Ich habe einfach am Eis genommen. Mach ein Laugen. Was wird mit Chia hier? Ja, genau. Chia-Brödel. Oh, Mausi hat gar nichts. Das ist auch gleich eine Milch, gell? Mit Chips. Warte, komm ein bisschen näher. Jo. Der Roy hat ja am Samstag zum ersten Mal gebloggt. Wir haben euch ja mitgenommen, oder er hat euch mitgenommen. Wir waren ja bei Tailbox und haben ein paar Sachen gekauft. Ich verlinke euch das Video in der Infobox. Da haben wir, glaube ich, ja, wir haben schon viele Sachen gekauft. Auf jeden Fall haben wir unter anderem endlich mal Müsli-Scheiben gekauft. Mit so durchsichtige genommen. Die waren jetzt etwas tiefer und ein bisschen größer wie die, die ich bei Action gesehen habe. Und ich finde, die halten auch besser. Weil an den Porzellansachen ist immer irgendwie was an den Ecken kaputt. Genau. So, ich mache jetzt schnell der Kleinen eine Milch. Und im Bad haben wir noch Sachen gekauft. Aber wie gesagt, ich verlinke euch das Video, dann könnt ihr euch angucken, was wir alles gekauft haben. Wir waren ja eigentlich wegen dem Kindersitz für die Kleine unterwegs. Haben aber leider keinen bekommen. Haben jetzt einen online bestellt. Der müsste, ich glaube, morgen schon ankommen. Und ja, dann kann der Maxi-Cosi endlich weg, weil sie ist schon viel zu groß für den Maxi-Cosi. Mittlerweile 12.03 Uhr. Es hat an der Tür geklingelt. Luki wird sich riesig freuen, denn seine... Das gar nicht simulierte Paket oder so. Ja, so ein bisschen. Aber da sind ja nur Schuhe drin, das passiert nichts. Aber er hat jetzt fast 3 Wochen auf seine Schuhe gewartet, auf seine Fußballschuhe, das wisst ihr ja. Roy musste eine Bestellung stornieren, weil... Nee, er musste nicht stornieren, sondern wir haben schon bezahlt gehabt, aber es kam nicht an und das Paket war verloren. Und jetzt musste der Roy nochmal bestellen, so rum, genau. Auf jeden Fall mega kompliziert und jetzt ist es endlich da. Luki wird sich freuen. Wir fahren jetzt los, denn wir haben um 14 Uhr Termin bei New Yorker. Genau, für Selina, weil sie möchte ein bisschen Klamotten shoppen und Unterwäsche, Socken und sowas braucht sie neue. Und zum Mediamarkt muss Papa. Genau, weil der hat sich... Und DM? DM? Ja. Nee, Müller. Fotos ausdrucken für Opa, genau. Wir wollen nämlich eine Karte schicken für Opa. Haben wir ja schon gekauft. Wir wollten frische Fotos, also neue Fotos von uns reinmachen. Was hast du gesagt? Es gab sogar rote Nike-Taschen. Da kriegt keine mehr. So, wir gehen jetzt kurz zu Müller. Meine
Schöne Sonnenbrillen. Ein Regenbogenschaum. Wie süß. Gibt so viele Sachen zum Baden. Schön bunt. Was ist denn das? Klebiblubber. Kommt da was raus oder ist da was drin oder? Keine Ahnung. Hier so Glibberseife. Wir haben schon Zahnbürsten für die Kleine im Wagen. Ja, dass wir ihre Zähne putzen können. Roy hat schon Milch und ein paar Gläschen. Jetzt gehen wir hoch, oder sind Spielsachen? Guck mal. Spätzle mit Käsesoße. Ist zwar erst nach 10 Monaten, aber ist im Angebot für 9 Euro. Schwäbisches Essen. Spätzle. Hanoi. Auch Luki, deine Hose. Fußball gespielt. Gehen wir dann hoch? Wir wollten für die Kleine noch was zum Spielen, was Neues. Damit sie wieder begeistert ist. Irgendwas Kleines. Alle rein in den Fahrrad, sonst würde ich mit den Kindern hochfahren. Nö, wir können. Kommst du mit? Mit mir? Nee, ich mag's nicht. Ich mag keinen Aufzug. Oh, du bist alleine. Dankeschön. Ihr seid sehr nett. Ah, Luki kommt. Luki kommt zu mir. Kannst du drücken? Kleine schläft. Wir können uns nicht entscheiden. Zu viel. Lukas zeigt der Kleine alles. Hier. So schöne dreckige Schuhe. Ja, was sagst du, Schatz? Bitte? Ich fand ja das Handy hier cool. Den Schlüssel. Macht auch halt Geräusche. Ist auch voll laut alles, finde ich. Ja, das ist nicht zu laut. Damit kannst du es spielen. So, Mausi hat sich für das hier entschieden. Beziehungsweise die Geschwister, aber sie ist zufrieden. Geh, Mausi. Schütteln mal, zeig mal. So, Salina hat richtig zugehauen. Meine Kamera fällt gleich ab. Zeigt es euch zu Hause. Wir stehen jetzt vor dem Depot. Wir haben nämlich einen Termin und müssen kurz warten. Die Kinder sind mit dem Bus nach Hause gefahren und wir haben uns jetzt ein Lahmacun geholt. Lecker. Roy hat mit Fleisch, ich ohne. Sie. Ja, und danach fahren wir nach Hause. Ja. Ich muss euch echt eine special Geschichte erzählen, ey. Ja. Happy. Endlich sind meine Schuhe da. Nach eigentlich drei Wochen warten. Der hat es schon anprobiert. Passen die gut? Nee, noch nicht. Oh, Mann, sie ist bald so runtergefallen hier. Tja, mein Schatz, gefällt dir, gell? Haben wir gut ausgesucht. Ich hab ihn. Ja, du. Also der passt schon mal gut. Ja, drückt der nicht so wie der andere? Nee. Der gelbe? Nee. Ja, cool. Also happy, ja? Ja. Super, wir haben ja bei Müller, das habe ich euch glaube ich schon gezeigt, für die Kleine zum Zähneputzen, ihre Milch, ein paar Gläschen und ja, diesen Ball. Ja, eigentlich hatten wir noch einen Termin bei Depot, aber leider hat es nicht geklappt. Wir haben erstens 20 Minuten vorm Laden gewartet. Also der Roy und ich sind einfach so der Meinung, wir werden nicht mehr einkaufen. Vor allem werden wir keine Termine mehr ausmachen, sonstiges, weil erstens klappt es nicht. Zweitens, die Kassiererinnen sind so schlecht gelaunt, dass sie einen ignorieren oder beziehungsweise nicht mal fragen, ob man reserviert hat im Internet oder nicht. Auf jeden Fall ist alles schief gelaufen, was schief laufen kann. Naja, egal. Ich glaube, ihr versteht mich und ihr seid auch schon bestimmt alle so genau wie alle von dieser Situation. Also es ist einfach nicht mehr schön alles. Ja, Sena zeigt euch jetzt ihre gekauften Sachen, oder? Ich kann voll gut mit dem tun mit Rabarber. Ja, pass auf, nicht hier. Hallo. Oh, die ist in der Heizung bestimmt. Drin stecken geblieben. Hier sind jetzt. Warte, hast du schon gesagt, dass du zu Hause sind? Ja, also hier. Hast du. Okay, ich zeige jetzt die Sachen, die wir gekauft haben. Wo soll ich anfangen? Oh mein Gott. Genau. Also, ich habe mir so eine Shorts für den Sommer gekauft. Eigentlich habe ich die meisten Sachen nur für den Sommer gekauft. Ja. Eigentlich schon, ja. Ich dachte direkt so an Polen wegen Rot-Weiß. Und ja, die fand ich schön, dass du was nicht genommen hast. Ich habe ein Polen-T-Shirt dazu. Du hast ein Polen-T-Shirt? Ja. Okay. Wie nennt man das? Sport-BH. Genau, Sport-BH für mich. In Grau. Genau. Und das gleiche in Weiß. Aber genau, Träger. Die sehen schön aus.
Das hat 8 Euro gekostet. Das hier hat 7 Euro gekostet. Und die rote Shorts hat 5 Euro. 5 Euro, genau. Dann, da weiß ich den Preis schon, ein Pokémon-T-Shirt, das sieht richtig cool aus in Pastellfarben. Mit Pikachu, Evoli, für 8 Euro, ja genau. Das ist süß. Dann, warte, das zeige ich nicht, ey. Ja. Genau, einen weißen Spaghetti-Träger, also geriffelt für 3 Euro nur, also für den Sommer. Dann ein Gold, das war richtig günstig, einfach 2 Euro nur für ein T-Shirt. Das ist schwarz, einfach nur ja, ganz schlicht. Für 2 Euro. Ja, da steht einfach nur was drauf. Das hier gefällt mir sehr, sehr gut. Ein T-Shirt, das war auch im Angebot, voll cool, für 5 Euro. Ja, mit so einem Drachen drauf und japanische Zeichen. Das fand ich sehr schön. Und dann noch. Nee. Socken für Mama? Ja, ich hab jetzt schwarz an der Kasse gefunden. Ach so. Cool, endlich. Weil ich wollte schwarze Socken, weil davor hatten wir so mehrere farbige. Die haben auch 3,90 gekostet. Okay, gut. Dann. Mein letztes Teil. Ding. Boah, das ist richtig schwer. So eine Kette für eine Hose, das zeige ich euch später, wenn ich es dran habe. Das wollte ich eigentlich schon die ganze Zeit haben. Für 6 Euro. Das sieht, wenn man das so zusammen macht, so aus. Aber das möchte ich gleich anprobieren, genau. Und das letzte ist Mama Ears für 10 Euro. Ich esse ein bisschen vor Dings gerade hier. Ja, fertig. Yay! Und Leonie spielt mit Lukas seinen Schuhen. Und Lukas hat gesagt, ich darf sie auch anziehen. Richtig cool. Schöne Farbe. Ja. Leonie will es auch. Ja, kann ich verstehen, ne? Das ist cool. Ich kann dann auch ausprobieren, gell? Dann können wir die Zähne putzen. Deine 2 Zähnchen. Ja. Ups. Leonie schneidet die ganzen Zettel ab. Machen wir dann alles gleich in die Wäsche. War schon alles. Na, wo ist es hin? Also so sieht das da ungefähr aus. Aber ich muss es noch hier dran machen. Hier oben. Ja. Genau so. Also ich habe jetzt extra eine andere Hose geholt. Also die haben wir nicht gekauft. Die hatte ich ja schon lange. Genau. So ihr Lieben, ich werde jetzt noch schnell den Foodhaul schneiden, damit ihr die aktuellen Angebote sehen könnt noch vom Einkaufen. Und ja, wir werden heute nichts mehr machen. Wir werden jetzt gleich Abendessen, die Brote, die wir vorhin gekauft haben und Brötchen. Und deswegen wollte ich mich von euch verabschieden. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss.